Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Presser Birsch, da habe ich ja schon das eine oder andere Fernglas im Test gehabt und das runtergefallen, zeige ich dir dann nachher. Und jetzt habe ich dieses Spektiv hier mit schräger Einsicht im Einsatz gehabt und mag gleich einmal von vorne anfangen. Im Lieferumfang ist diese Tasche hier mit dabei, die sehr praktisch ist. Ja genau, da ist mir jetzt gleich was runtergefallen. Nämlich diese Abdeckung hier, die gehört damit dazu. Du kannst hier zuschrauben. Das Schöne ist, dass es auch hier einen kleinen Clip gibt, um diesen Hubbel, diesen Schutzmechanismus hier an dieser Stelle festzuhalten. Dann gibt es auch hier einen, das ist das Okular oder so irgendwie Schutz. Ja, das weiß sicher irgendjemand anders besser. Ich kann mir das nicht merken, ist aber egal. Und hast dieses Spektiv, kannst mittragen. Das passt alles. Schaut irgendwie aus wie ein Jagdhorn, gell? Also das passt alles ganz nett. Kannst du zumachen und ist es geschützt. Hier ist die Öffnung für einen Stativhalter. Der ist aber, da steht aber jetzt gerade die Kamera drauf und das ist nämlich auch der Punkt. Im Großen und Ganzen ist das hier super mit einem Stativ, ob jetzt ein Tischstativ oder ein großes Stativ, aber da komme ich dann nachher gleich dazu. Dann hast du hier Öffnungen, um einerseits da die Vergrößerung des Teils einzustellen. Ich glaube, 9 ist das kleinste und 37 oder 27 werden wir dann nachher gleich sehen, ist das größte. Und hier ist dann das Scharfstellen gegeben. So, jetzt bin ich nicht der große Jäger und bin dadurch auch nicht der versierte Experte, um jetzt zu erklären, ob das bei der Birsch gut oder schlecht ist. Was ich dir aber sagen kann, ist Folgendes. Was ich bei dem Teil gut finde, ist einmal die Möglichkeit, das Bild kann, das erzähle ich dann nachher gleich, aber dass ich ja 9-fache bis 27 war, dass ich dieses 9-fache zur Verfügung habe. 9-fach ist, wenn ich jetzt von Hand schauen will, eh schon relativ, also da darfst du eh nicht zu viel herumwackeln. Ja? Also du schaust so rein und das ist für mich am Anfang total ungewohnt gewesen, weil ich das eigentlich nur als gerades Fernrohr kenne oder mit dem Fernglas oder Monokular oder mit dem Bikolar sozusagen immer gerade durchschaue und das hier ist eben eine andere Art mit dem Ganzen umzugehen. Ich habe mir sagen lassen, dass Vogelbeobachter, also Birdwatcher, heißt das ja auf Neumodern, nein, Vogelbeobachter, gerne solche hier benutzen, weil immer dieses so nach oben schauen die Nackenmuskulatur beanspruchen soll. Daher ist gerades Reinschauen wahrscheinlich die bessere Variante, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was mir total taugt, ist, dass es so kompakt ist. Es ist auch relativ leicht, wie ich meine. Ja, ich setze aber eigentlich nie in dieser Art und Weise eines, also ist bei mir immer in dieser Form hier mit gewesen. Ich wollte sie auch nach Griechenland zum Meeresurlaub mitnehmen, weil man da ja die Schiffe draußen beobachten könnte, aber ich habe dann irgendwie doch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, wenn das verloren geht oder kaputt geht, das wäre irgendwie schade. Übrigens, billige Eigenwerbung, ich gebe da unten den Link, wo du das Teil erwerben kannst und schau da ganz einfach an, ob das etwas für dich ist. Also ist wirklich kompakt und auch relativ leicht, relativ leicht. Und jetzt kommt, wenn ich durchschauen will, ohne Stativ, hier aufmache, also ich klacke das nie da drauf, ich lasse das einfach so, aber wenn das stört, gibt man das weg, dann macht man hier auf. Das Einzige, was den Reini ein bisschen stört, ist, dass dieser Schutz hier, den muss ich in den Hosensack einstecken. Ja? Und diesen Schutz hier, Moment, da kann man, ich glaube, dass das für die Augen, den Augenabstand einstellt, Dingsbums ist, ja. Also wenn man mit einer Brille reinschauen wird, dann poppt man es rein und wenn man ohne Brille reinschaut, so wie ich, dann poppt man es raus. Also das muss ich wegstecken. Das ist das Einzige, wo ich sage, da ist so ich verliere Sachen extrem schnell. Das ist ein bisschen unangenehm, aber es ist wirklich Sudan auf hohem Niveau. Und dann, ich bin im Endeffekt bei mobil, wenn ich mobil bin, immer mit der 9-fachen unterwegs. Also alles andere macht meiner Meinung nach da keinen Sinn, weil du sonst herumwackelst. Ich kann hier sehr leicht, schau mal her, das geht stufenlos, umstellen auf diese 27-fache Vergrößerung und da kann ich da auch eines sagen, also die 27-fache an der Hand, es geht natürlich, ja, aber macht keinen Spaß. Also jedes Mal, wenn du einatmest, ruckelst du hin und her und das bringt dann nichts mehr, da brauchst du das Stativ dazu. Und hier gibt es den Scharfsteller, ja, und der ist schwergängiger, also schau her, da muss man auch richtig schön
Das muss man richtig schön einstellen, also das ist nicht so leicht. Und das hat mich am Anfang etwas gestört, weil besonders, auch wenn es am Stativ jetzt ist, ja, und du bist schaust auf weitere Distanzen und bist jetzt auf, weiß ich nicht, 15 oder sogar auf 27 eingestellt, dann ist das am Anfang recht hart, das auch dann auch richtig zu treffen. Aber, und das ist jetzt der Vorteil, du kannst nicht durch Ankommen, das gibt es ja auch immer wieder, du kommst einmal kurz an und dann ist dieser Fokus wieder verstellt. Und ich denke mir, wenn man das pirschmäßig einsetzt, ich bin davon überzeugt, dass jetzt niemand, der wirklich pirscht, mit so einem Teil herumgeht. Ja? Weil ich sage, ich habe ein Fernglas, ein Pirschglas, ein kleines, leichtes, weil ich ja eh nur auf kurze Distanzen jage. So stelle ich mir das jetzt vor, als der kleine Reini. Nur mit dem Teil habe ich halt beides. Ich kann auf der einen Seite auf nahe beobachten und schauen und gleichzeitig, wenn ich dann an einem Punkt länger bin und auch größere, also in weiteren Distanzen beobachten will, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und ich mutmaße das nur, ohne das zu wissen, nur Mutmaßung, dass das zum Beispiel für die Bergjagd interessant sein kann. Wer weiß, wenn ich im Wald stehe, ja, hier im Buschkräfteareal, im Wald, was brauche ich 27-fache Vergrößerung? Okay, jetzt könnte ich sagen, da vorne sitzt vielleicht ein Insekt und dann möchte ich beobachten und möchte ich genau zählen, wie die Chitinstruktur ausschaut. Ja, Blödsinn, ja, das macht ja niemand. Daher glaube ich, dass dieses mutmaßlich zwischen kurzer Distanz schauen müssen, ja, unterwegs einmal grob schauen und dann wirklich vor Ort länger beobachten, wild beobachten, das eine gute Variante ist. Und natürlich auch für Sportschießen, das heißt für die, die jetzt am Schießplatz sind, du stellst dir das auf dein Tischstativ hin, schaust von oben rein, ob du auf die 100, 200, 300 Meter mit der Büchse getroffen hast und brauchst nicht immer die Scheibe reinfahren. Und da ist das meiner Meinung nach absolut okay. Und jetzt noch zur Bildqualität. Ich bin da jetzt kein Profi, ich bin kein Optiker und da gibt es Leute, die einfach viel mehr drauf haben als der Reinschweine. Und daher sage ich es dir nur als sautummer Benutzer. Und als sautummer Benutzer sage ich dir, so, ich mache das jetzt gleich einmal, ich stelle da mal scharf, warte kurz. Das Bild ist gestochen scharf. Am Rand ist es ein bisschen schattiger, das bedeutet gerade am Rand, da ist es jetzt nicht vergleichbar mit einem Zeiss oder so oder mit einem Swarovski und wie sie alle heißen. Das muss man auch einfach einmal festhalten. Aber für den täglichen Gebrauch, für den ganz normalen Gebrauch, ja, ist das absolut ausreichend. Licht, sehr lichtstark. Auch nicht so lichtstark wie höchste Qualitätsstufe, aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis kriegst du wirklich etwas, was sehr, sehr, sehr gut ist und einfach top ist. Ob du das brauchst, das weiß ich nicht. Und einen letzten Punkt noch dazu, ich habe jetzt die Abdeckungen nicht draufgegeben, ist mir klar. Was für mich noch immer total gewöhnungsbedürftig ist, ist diese 45-Grad-Einsicht. Der Reine ist irgendwie eigenartig, was das betrifft. Also wenn das gerade wäre, dann würde ich sagen, oh, ja, habe ich genau für mich gemacht. Nicht gut oder schlecht, das meiner Meinung nach. Genau für den Reini gemacht. Da es das aber nicht ist, habe ich ganz einfach so meine Einschränkungen damit, weil ich mich einfach, da bin ich halt zu alt, um mich umzugewinnen. Nein, Spaß beiseite. Das treffe ich nicht. Letzten Punkt und ich verspreche, ich höre dann auf. Ich bin seit meiner Kindheit konditioniert mit Ferngläsern zu arbeiten. Ich war mit meinem Vater ganz oft draußen fischen, ja, zum Beispiel, ja, und wir haben immer mit einem Fernglas geschaut und auch beim Wandern, er hat immer ein Fernglas mitgehabt, ja, und ich hatte da so ein kleines Kanon, glaube ich, war das, ja. Das heißt, ich tue mir auch recht leicht mit gleich das Ziel erfassen mit dem Fernglas, wo ich hinschauen will, wo ich beobachten kann, dass Leute, die ungeschult sind, zuerst einmal schauen müssen, ja, wo bin ich denn da jetzt überhaupt? Das geht alles. Und weil sich das über die Jahre, Jahrzehnte muss man ja jetzt schon sagen, so alt bin ich geworden, bei mir so manifestiert hat, dass ich hin will. Und wenn ich das mache, dann schaue ich in den Himmel raus. Und das ist für mich das Problem. Macht das dieses Pirschglas schlecht? Nein, macht das nicht. Macht es gut? Nein, macht das auch nicht. Es ist einfach so, wie es ist. Also wie gesagt, Vogelbeobachter, vielleicht auch für die Bergjagd, für Sportschützen eine Variante, die sehr, 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 sehr brauchbar ist. Ich finde, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut cool ist. Technische Daten wie Gewicht und was da Füllung drin ist und die ganzen Geschichten und Abmessungen. Gebe ich da unten den Link schon oder das andere. Es ist langweilig, wenn ich das jetzt alles erzählen würde, wie ein Wörterbuch oder wie ein Lexikon.
Du bist dran. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst, ob du dieses schräge Dingsbums auch nicht leiden kannst oder es einfach liebst oder wie auch immer und sowieso. Und überhaupt, wenn du meine Arbeit unterstützen willst, willst du vielleicht ein reines Rossmann-Messer oder für dein Victorinox-Messer eine All-Day-Carry-Scheide besorgen, die du um den Hals hängen kannst oder auch als Sicherung ja, im Hosensack und sowieso und überhaupt. Und es hat mich gefreut und ciao, ciao.